Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ja, hoffentlich geht es euch allen soweit gut. Ich bin wirklich positiv überrascht über ja mein Feedback bei dem Feedback über die Real-Life-Videos. Finde ich ganz klasse so. Und werde ich mal gucken, ob ich dann mal noch mehr Videos raushauen werde. Aber ich möchte ja auch ein bisschen Gaming-Zeugs jetzt auch bringen. So, heute mache ich mal einen Test von einem ganz besonderen Flugzeug. Es ist der Shamal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gelandet. Und der Shamal ist ein ungefähr 7 Meter großes Flugzeug mit eben ungefähr 10 Plätzen. Der Shamal ist ein etwa 1,1 Millionen Dollar teures Flugzeug und hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 135 Stundenkilometer. Schneller kann man mit dem fliegen. Den Wert habe ich ganz leicht ermittelt, bei einer Länge von 7 Meter und hat man einen guten Anhaltspunkt, dann rechnet man halt eben, ja, wie viel Meter man in 7 Metern zurücklegt und dann hat man die Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometer. Was eigentlich schon ganz schön schnell ist. So, dann steigen wir mal in das Flugzeug ein. Es hat zwei Triebwerke. Es ist ein Privatjet. Es gibt aber noch eine andere Version von diesem Flugzeug. Das nennt sich Luxor. Das kann man sich ebenfalls kaufen. Kostet aber ungefähr 500.000 Dollar mehr. Ist aber eigentlich Quatsch, wenn man sich so etwas kaufen tut. Weil eigentlich nur die Farbe anders ist. Und das ist eigentlich schon alles. Ja. Fangen wir mal an mit dem Test 1. Von 0 auf 100 in wie viel Sekunden? Oder besser gesagt in 0 auf 100, bis wir abheben. Also, eine Sekunde, zweite Sekunde, drei Sekunden. Ja. Sagen wir mal 2,8 Sekunden braucht das Flugzeug, bis es abheben tut. Das ist relativ schnell und ja, ihr seht schon, wir sind schon fast am Ende der Landebahn angelangt. Geht ganz schnell mit dem Flugzeug und ihr könnt natürlich verschiedene akrobatische Flüge damit machen. Was auch sehr interessant ist, es kann sogar Loopings machen, ohne einen Strömungsabriss zu erzeugen. Das können wir jetzt hier mal simulieren. Eigentlich würde ja so ein Flugzeug einen Strömungsabriss bekommen. Hier beim Shamal ist es nicht der Fall. Hier können wir wunderbare Loopings fliegen und das funktioniert wunderbar. Beim Shamal kann man das Fahrwerk einfahren und das Fahrwerk wieder ausfahren. Wie bei jedem Flugzeug kann ich auch das Triebwerk ausstellen. Wenn ich das Triebwerk ausstelle, passiert Folgendes. Passt mal auf. Wenn das Triebwerk ausfällt, fliegt das Flugzeug natürlich nicht wie ein Stein auf den Boden. Das wäre natürlich auch ein bisschen blöde. Sondern ihr könnt die Segeleigenschaften des Flugzeuges benutzen, wie das natürlich auch im echten Leben ist. Und dann segelt das Flugzeug noch sicher auf den Boden. Vergisst aber bitte nicht das Fahrwerk auszufahren. Das ist lebensnotwendig. Und landet auf keinen Fall in einem Baum, sonst könnt ihr tatsächlich explodieren. Das war Glück. Der Treibstofftank wurde zum Beispiel in diesem Fall nicht beschädigt, aber das könnte auch anders aussehen, indem das ganze Flugzeug explodiert. Habt ihr eine Notlandung hinter euch? Verlasst die Maschine. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht dennoch explodiert. Es kann sein, dass die Maschine Feuer fängt und dann mit einem großen Knall in den Himmel schießt. Da sollte man ein bisschen aufpassen. So, im letzten Video habe ich ja über den Duster geredet, glaube ich. Oder im vorvorletzten Video. Weiß ich noch gar nicht, wenn ich das hochlade und wie ich diese Videos hochlade. Aber hier sind die berühmten Weinreben. Ja, Kalifornien soll es ja imitieren, GTA. Und da haben wir natürlich auch diese bekannten Weinreben. Berühmt aus dem Trailer von GTA 5, wo ein Sprühflugzeug eben verschiedenste Substanzen auf diese Reben verteilt, damit die besser wachsen. Und ihr seht schon, diese Weinreben sind gar nicht mal so klein. Die sind ganz schön groß. So, ja, richtig fett, oder? Und diese Weinreben befinden sich natürlich in bester Lage. Genau hier. Wunderbar. Blick zum Pazifischen Ozean.
Ja, es ist nicht der Atlantik, es ist auch nicht der Indische Ozean, sondern dieses Meer soll den Pazifik symbolisieren. Ja, und das war eigentlich mein kleines Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da oben ist das Gestüt Wendla. Da muss ich mal reingehen. So, und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer YouTube Gamescom auf der PS3.